Nein! Was ist falsch mit dir? Ja, ich bin dafür, dass das alles... Hey! Was macht ihr denn hier? Trottel-Moves. Was machst du jetzt? Ich hol mir das Rebellenfahrzeug, wenn er mal stehen bleiben würde. Hey, der fährt einfach weiter. Da kommt zwei andere Autos entgegen. Ah, jetzt steigen sie aus. Dann muss eigentlich immer einsteigen. Hinten als Passagier, dann steigen die automatisch aus. Geht nicht, weil das voll war. Na, dann ist doof. Lass mich durch hier. Ich muss einen Trottel zum Ziel bringen. Aber das schaffst du jetzt, ohne Unfälle zu bauen, ja? Kann ich nicht versprechen, weil ich hier quer durch die Walachei wieder fahre. Warum machst du das? Wir sind außerdem nicht hier in Tschechien. Ist mir egal. Kannst du mal aufholen? Was? Kannst du mal aufholen? Das ist der Nice. Dass du schneller fahren sollst. Mist! Ich fahre hier quer und fällt ein durch die Walachei. Um es auch mal zu sagen. Aber ich rauche schon. Also ich rauche nicht, aber mein Fahrzeug raucht. Ich bin angekommen. Also es raucht ja auch nicht wortwörtlich, sondern es qualmt. Es kann ja keine Zigaretten rauchen oder so. Finde ich auch cool. Ja. Autos sollten das nicht. Beste was? Szene ever. Anstatt den rauszuholen, steigt einfach hinten ins Auto ein. Das ist super gut. Aber warte, ne? Wie, du kommst jetzt da an und wofür hast du uns? Nein, ich steig vorher aus. Auch wenn ich eine Befahrung bei dir schuldig bin, aber ich bin beim NPC. Aber ich will das mitsehen. Wie, du kommst da hochgeschossen jetzt. Nein. Aber langsam, langsam. Ja, das ist doch langsam. Stell dich nicht so an. Komm, komm, rein da. Caballero. Freut mich, Sie zu sehen. Wollen Sie einen Drink? Bin ich verhaftet? Huerca. Ich habe nämlich kein Gesetz gebrochen. O sea, ich bin Musiker und singe Fiesta-Lieder, welche das Leben der mexikanischen Arbeiterklasse erzählt. Ja, hab davon gehört. 2 Jahre Zeit dafür. Und trotzdem ist es wahr. Ich liebe das Video für La Plebe Anda Alterada. Und der El Paso-Remix ist verdammt heißer Scheiß. No mames. Sie sind Fan? Welcher Song ist Ihr Liebster? Ich singe für Sie, in serio. Aber lassen Sie mich bitte gehen, ja? Abusamos de la Medicina ist möglicherweise mein Favorit. Aber Buchones Heridos, wo dieser Narko auf der Straße abgeknallt wird, den spielen wir auf Ihrer Beerdigung. Der ist toll, oder? Werde der... Was sagten Sie? Ich weiß, Sie sind kein Killer wie die anderen Wichser. Kein Sicario. War er böse? Nein, er ist ein Engel. Hat kein schlimmes Wort über mich verloren. Sie sind nur ein Musiker und singen diese Lieder über die ehrliche mexikanische Arbeiterklasse. Das Kartell hat sie gezwungen. Sie wollen doch gar nicht hier sein. Das stimmt, gezwungen. Ich will nicht mal hier sein. Bolivia. Ha. Ich schütze sie. Ich kann ihre wunderschöne Stimme aus sämtlichen CIA-Gefängnissen raushalten und alle Kartelle fernhalten. Ich kann sogar ihr Auto zurückholen. Aber sie müssen singen. Erzählen Sie mir alles, was Sie wissen. Jedes Detail über Santa Blanca. Ach, holen Sie einen Stift. Und jede Menge Papier. Oder einen Laptop. Oder ein Diktiergerät. Mit dem Laptop. Ja, oder so. Ist so die einfachste Variante. Genau. Oder einfach im Kopf merken lassen. Da, wobei, das kommt nicht gut an. Ihre gute Laune ist ein bisschen beängstigend. Die Musik hört nicht auf, nur weil wir El Chido und sein Auto haben. Die Musik nicht. Aber El Chido wird jeden Santa Blanca Leutnant verfolgen, der je ein Auto kauft. Stufe 23. Jo. Sobald sich rumspricht, dass er ein Verräter ist, und das wird es, sind seine Glaubwürdigkeit und die von Santa Blanca. Was machen wir? Das ist keine Ahnung. Der Zuhörer. Ich bin perfekt stolz auf Sie. Wir könnten die ersten Einsatzkräfte sein, die seit Ballad of the Green Berets Musikgeschichte schreiben. Solange Sie jetzt nicht anfangen zu singen? Was machen wir jetzt? Oh, Video. Ja, erstmal das Video angucken. 3, 2, 1. Hab schon. Denn ich habe gesündigt. Erleichtere deine Seele, mein Sohn. Padre, die Leute lieben mich nicht mehr.
Ich dachte, es reicht, wenn sie mich fürchten. Ich lag falsch. Megiboke, für den Sieg brauchte ich ihre Liebe. Warum lieben sie dich nicht, Hijo? Weil du sie nicht dazu gebracht hast. Veranstalte Wohltätigkeiten. Gracias, Patron. Muttertag und am Tag der Kinder. Stifte ein paar Krankenhäuser. Schulen. All das, was die Menschen brauchen, ist tu Hände. Denn die Bibel sagt uns, an seinen Werken erkennst du ihn. Okay. Was machen wir jetzt? Das Gebiet haben wir durch. Mhm. Sollen wir das nächste anfangen oder sollen wir Session-Ende machen? Und beim nächsten Mal weitermachen? Erstmal entscheiden wir uns, welches wir holen. Ich würde sagen, wir machen entweder La Cruz, das hat keinen Stern zum Angucken. Mhm. Oder wir machen Monte Punco. Ja. Monte Punco. Sonst haben wir doch alle drei Sterne-Dinger, oder? Ja. Gut, weil dann... Wenn am nächsten ist, würde ich sagen La Cruz. Okay, ich markiere mal ja dahin. Aber mit dem Eli. Ja. Zeigen Sie ein. Ich bin Ihr Pilot für heute. Geschätzte Ankunftszeit ist, weiß ich nicht. Ich bin doch kein normaler Pilot, Alter. Warum redest du komisch, Alter? Ich weiß nicht, Alter. Mach ich einfach, was ich kann, Alter. Bei 8 Kilometern denke ich bei 200 km/h, das ist dann, das ist dann... Zeit von 2 Minuten? Also 200 Kilometer nach Stunde durch 8 macht dann, ihr wisst schon Bescheid, ne? Ich hab grad keine Ahnung. Ich möchte das gerade nicht ausrechnen im Kopf. Wir sind schon bei 6,8, 6,7. Hier unter uns sehen sie einfach nichts, weil dunkel. Wow. Da links sehen sie eine kleine Stadt. Boah, geil. Guck mal ein bisschen über den Heli und dann macht mal nicht nachtsicht an, sondern die Temperatur. Das sieht so geil aus. Bisschen über den Heli. Hm. Ich sehe da meinen Heli. Naja, du siehst den Heli, aber guck mal von diesem Kreiselding. Von unten sieht es auch richtig geil aus. Den Heli mal von unten an. Let's Beyblade. Okay, gut. Voll am Schaukeln. Ja. Du bist ein schlechter Pilot. Nein, ich mach das extra, weil wir sind im Phantasialand. Im Phantasieland. Volles großes Phantasialand. Das Phantasieland. Ja, im Phantasieland. Ich stell dir vor, es gibt wirklich so mal ein Land, wo nur alles Freizeitpark ist. Das wäre La Cruz, wäre das. Eine Waldprovinz, die von einem Waldbrand heimgesucht wurde. Erinnert mich an was? An De La Cruz? Oder wie hieß das? Keine Ahnung. Nee, in Gran Canaria. Egal. Puerto De La Cruz oder so. De La Cruz, ja. Egal. Gucken wir mal. Okay, da musst du ein bisschen jetzt noch ein bisschen geradeaus fliegen. Oh. Die Frage ist, ob wir überhaupt irgendwas holen. Wir können nur Sachen holen, ne? Hier ist aber kein Gegner. Oh, sind Informationen und so weiter erstmal sammeln, ne? Ja. Sag dir gleich, wenn du da bist, wenn das alles aufgedeckt ist, da. Flieg weiter geradeaus. Yep. Jetzt fliegst du bitte nach da. Jetzt müssen wir selber auf die Karte gucken. Gut, das ist richtig so. Hast du gut markiert, Junge? Ich weiß. Aber hier gibt's sogar, auch so einen Story-Einsatz. Ja. Warum auch nicht, ne? Bitte fliegen Sie weiter. Das habe ich vor. Nach da. Muss ich zur A, ne? Zu A muss bitte ich. Zu A fliegen. Aber A finde ich, warte, ich muss mal mein B wegmachen. Ah, jetzt habe ich das falsch, jetzt habe ich es nicht weggemacht. Ich muss mein B wegmachen, einfach mal versetzen. So,
Beh weg. Dann fliegen Sie bitte da zu A. Kann sie das mal in Zeiten schon oder das Fragezeichen mit? Fragezeichen. Ja, ich bin ja dabei bei B. A meine ich, nicht B. Bin nichts gut für Nanushka. Ob du die alles aufdecken kannst? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, das kommt von alleine. Ja, dann fliegen Sie bitte nach hier. Kommt von ganz allein. Also, wir haben bisher bei der Sicherheit einen besiegt. Mehr nicht. Mhm. Bei Schmuggel haben wir bisher zwei besiegt. Mhm. Bei Einfluss haben wir sogar schon drei besiegt. Noch einen und dann können wir den Hauptmann da, den ersten Hauptmann von denen schon holen. Ja, und machen wir bei der Reihe. Produktion haben wir schon zwei weg. Okay. Von vier. Okay. Das ist in Ordnung. Dann bitte nach da fliegen. Dann bitte nach da fliegen. Ja, CC, fliege. Wo ist denn da? Dabei. Wo ist dabei? Wo ist da? Ist da ein gutes Land oder ein schlechtes Land? Keine Ahnung, Land. Guter Mann. Das ist Story-Mission. Ja, ich hab nicht die Story-Mission anmarkiert. Ich weiß, aber ich habe nur gesehen, Story. Und das Story sein. Pui. Okay. Oh Gott, du musst gleich so und so fliegen. Geh warum? Nach da. Du musst einmal außen rum jetzt fliegen, um alles aufzudecken. Warte, ich guck. Oh, ich sehe es gerade, ja. Ist das hier noch La Cruz? Ja, das ist noch La Cruz. Das ist La Cruz, ja. Ich bin die ganze Zeit größtenteils die ganze Zeit in der Karte, deswegen. Okay. Da kann ich immer noch zur Not deine Sicht benutzen. Ja, das kannst du machen. Oder solltest du machen? Nach da fliegen? Rakete im Anflug, oder? Ja. Wir früh. Wer raus? Gib ihm! Fallschirm! Scheiß Unidad! Ich bin tot. Echt? Ich hab den Fallschirm nicht rechtzeitig aufbekommen. Weißt du, da hat man die ganze Zeit seine Ruhe und da kommt die Unidad. Rakete. Die habe ich gar nicht bei Amazon bestellt. Was soll das? Ich habe keine Rakete bestellt. Ja, die war noch kostenlos dabei. Aber die wollte ich nicht. Ich wollte Annahme verweigern. Hat er trotzdem angenommen. Muss zurückschicken. Hat er ja, wie soll ich das machen? Ich bin kein Zauberer. Nicht schwerer als nötig. Anschnallen, Leute. Applaus? Oder Klaus? Was hat er gesagt? Scheiß Unidad, weg mit euch. Muss durchbleiben. Ja. Ich hab uns mal einen Leutnant markiert. Warum markierst du uns einen Leutnant? Wir brauchen Informationen. Der ist da bei uns. Ja, ich muss hier erstmal mich dann selber machen, weil... Ich muss mich erstmal selber machen, was? So, Reifen kaputt. Er ist ausgestiegen. Ich hole ihn mir. Hab ich einfach rückwärts, ne? Nein, er haut ab. Nein, der will sich den anderen... Nee, doch nicht. Bleib stehen. Der läuft weg. Der will sich seinen Leuten retten. Jetzt hat er sich ein anderes Auto geholt. Weißt du, was ich mache? Steig einfach bei dem ein. Nein, ging nicht. Ich bin am Boden. Ich auch. Damit verspiele ich mir meine Zeit. Aber ist egal. Na, wenn du einen Fallschirm nicht öffnest, bist du selber schuld. So, ja, das stimmt. Naja, Tee wieder aufgefüllt. Ja, weißt du, wenn man sich eine Kanne macht, dann muss man auch eine Kanne trinken. Muss nicht. Kann. Also sollte man. Und ich würde sagen, innerhalb von 12 Stunden, sonst wird er kalt. Er wird auch schneller als 12 Stunden kalt. In der Kanne doch nicht. Sondern so eine Thermoskanne. Da frage ich mich immer, woher weiß die Kanne, ob sie warm halten oder kalt halten muss? Das weiß sie nicht. Sie behält einfach die Temperatur bei. Nee, woher weiß sie das? Nein, sie behält die Temperatur. Woher weiß ich das? Es gibt halt keine Außentemperatur, also keine Außentemperatur dringt ein. Das heißt, die Innentemperatur bleibt einfach. Woher weiß ich das?
Jetzt hier würde ich das Kevin fragen. Bei Kevin fragen. Ja, hol dir ein Fahrzeug. Ich habe mein Heli.